Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Sim World 4. Es gibt mal wieder ein neues Update, genau, ein neues DLC von Dafter Games, was mir freundlicherweise... Habt ihr das auch gerade gesehen? Jedenfalls, das On wurde mal freundlicherweise nicht bereitgestellt von Dafter Games, sondern von mir selber. Und ich dachte, wir schauen uns das mal so ein bisschen an. Also es ist die London Overground Suffragette Line, Gospel Oak, nach Barking Riverside, und in Gospel Oak sind wir gerade. Ist ein bisschen was los. Hier steht schon der neue Zug hier. Die Class 710, glaube ich, ist das. Ja, genau, 710. Und ja, wir schauen uns mal ein bisschen den Bahnhof an. Wir schauen uns den Zug an sich mal ein bisschen an. Und dann schauen wir uns doch mal an, was die Strecke so zu bieten hat. Sound ist schon mal ganz okay. Ja, aber dass da vorher die Leute auf dem Zug gewesen sind, das fand ich gerade ein bisschen komisch. Ich tue es mal noch nicht werten, weil ich habe es nur so im Augenwinkel gesehen. Oh, da haben wir nochmal einen Überblick hier. Also das ist wirklich S-Bahn-Fahren hier. Und wir haben halt leider nur so eine Teilstrecke. Da kommt schon der nächste. Schauen wir mal. Oh, nettes Quietschen. Schauen wir mal, wie sich die Leute hier verhalten. Ja. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. So, der Lehrer. Der Bahnhof an sich ist überschaubar. Da gibt es nicht sehr viel zu sehen. Wie kommt man hier auf die andere Seite? Ah, hier. Probieren wir das auch mal aus. Aufzug. Doors closing. Der funktioniert? Doors opening. Lift going down. Lol. Der Aufzug geht. Doors closing. Okay. Das ist irgendwie gut. So. Nochmal Übersicht hier bei den ganzen Automaten. Plattform 2 und 3. Lass mal den Lift. Ach, wir gehen mal selber rauf. So, das war die andere Plattform. Oh, das ist wieder einer der Aufgaben. So, da steht schon Zug bereit. Mit dem werden wir dann, glaube ich, auch dann fahren. Oh, sogar ein kleines Kaffee hier. Was ist hier? Gedenke-Szenario. Nee. Gibt es hier noch was Tolles? Da ist ein bisschen dunkel hier drin, ne? Okay. Ach, so gegen ein Sandwich hätte ich jetzt nichts. Schauen wir uns doch mal den Zug an sich an. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Ich glaube, wir gehen von hinten nach vorne. Am besten schauen wir uns den mal hier so an. Ja, ist natürlich Geschmackssache vom Design her. Aber ansonsten vom Modell sieht es eigentlich okay. Zwei System-Lok, ne? Kann einerseits mit Third Rail fahren oder halt mit Oberstrom. Ja. Kann man gelten lassen. Gehen wir mal rein in den Zug. Was? Nein. Ah, was habe ich jetzt gestartet? Ich wollte doch eigentlich nur da nach oben gehen. Das ist jetzt die Welcome-Mission oder wie? Willkommen am Bahnhof Gospel Oak im Nordwesten Londons. Ja, danke. Der 1860 eröffnete Bahnhof Gospel Oak im Londoner Stadtbezirk Camden dient als westliche Endstation für Fahrgäste der Goblin Line. Der Bahnhof wird ausschließlich von der Londoner Overground betrieben, die alle Personenzüge am Bahnhof betreut. Okay. Dort oh, Classic C6. Bringen Sie das in Ordnung, wenn Sie schon mal hier sind. Ja, wenn es sein muss. Oh, sind die Wagen auch neu? Das habe ich noch nicht gesehen. So, was willst du damit tun? War ja doch schon.
Vergessen Sie nicht, die Streckenkarten anzubringen, die Defibrillatoren zu lagern, die Goblins zu finden und die Feuerlöscher zu ersetzen. Die Goblins zu finden? Warten Sie hier am Bahnsteig. Ihr Zug kommt in Kürze an. Wie jetzt? Jetzt Goblins? Auch auf dem Bahnhof hier? Ist, naja, noch so ein Defibrillator? Nee, immer diese Nebenaufgaben. Goblins. Nee, also Defi haben wir schon zweimal gehabt. Hier? Nö. Vielleicht auf dem Bahnsteig hier. Hier drin? Ah. Hätten wir auch einen Feuerlöscher hier gefunden. Auch jetzt runter. Das war der andere. Und da ist wieder der Lift. Ja, vielleicht hat es das hier auch gar nicht. Gut. Kommt unser Zug an? Irgendwas quietscht auf jeden Fall. Ja, da ist er ja. Die Frage, dürfen wir selber fahren oder müssen wir mitfahren? Folgen Sie den Markierungen, um in den Zug vor der Abfahrt einzusteigen. Ja, bin drin. Setzen Sie sich auf einen beliebigen freien Sitz im angegebenen Wagen. Ehrlich gesagt, würde ich mir das mal kurz ansehen hier. USB Powerpoints are located at the front and back of every carriage. Echt, ist das so? Hier? Oh, wow. Auf jeder Seite zwei. Weiß nicht, wie geil das ist. Kann ich mich auch hier hinten? Nee. Ich will wirklich, dass ich mich hinsetze. Kann ich wieder aufstehen? Nein, ich kann nicht mehr aufstehen. Also ein bisschen so U-Bahn-Style hier, ne? So seitlich sitzen. Mann, komm. Ich will aufstehen. Ich will mir das noch ein bisschen ansehen. No Ticket, no Travel. 11:03 Uhr. Ah, jetzt zeigt das was an. Und der nächste Halt? Als der Bahnhof eröffnet wurde, hieß Gospel Oak noch Kentish Town und diente der Hampstead Junction Railway. Im Jahr 1867 wurde er in Gospel Oak umbenannt. Und etwa eine Meile südlich wurde ein neuer Bahnhof gebaut, der den Namen Kentish Town übernahm. Nach 1926 wurde der Bahnhof nicht mehr für den Personenverkehr genutzt, da die Züge den Barking Tunnel in Tufnell Park verließen und stattdessen in Kentish Town anhielten. Im Jahr 1981 wurde der Personenverkehr von Barking jedoch von Kentish Town nach Gospel Oak umgeleitet und ein Bahnsteig an der Nordseite des Bahnhofs gebaut. Okay. Die North London Line durch Gospel Oak wurde erstmals 1916 von der London and North Western Railway mit dem Vierschienen-Gleichstromsystem mit 660 Volt elektrifiziert. Später in den 1970er Jahren wurde die Strecke auf eine Stromschiene mit 750 Volt Gleichstrom umgestellt. Auch diese wurde 1996 zwischen Wilston und Camden zugunsten des 25 kV Wechselstrom-Oberleitungssystems entfernt. Im Jahr 2010 wurde die Strecke zwischen Gospel Oak und Stratford von Februar bis Juni geschlossen, um die Installation eines neuen Signalsystems zu ermöglichen. 30 Bahnsteige wurden verlängert, um den Betrieb von 4 Wagenzügen auf der Strecke sicherzustellen. Die Arbeiten wurden bis Mai 2011 fortgesetzt, wie lange war die denn wobei vorher? Unter der Woche nur eine reduzierte Anzahl von Zügen verkehrte und sonntags keine Züge fuhren. Bei diesem Zug handelt es sich um einen BR-Class 710/2 Avendra Elektrozug, der im Mai 2019 erstmals für den oberirdischen Verkehr auf dem Londoner Overground-Netz zum Einsatz kam. Bewältigen Sie den anspruchsvollen Personenverkehr im Nordwesten Londons. Sehen Sie sich die Sehenswürdigkeiten der Londoner Vororte an, während Sie einen vollen Fahrplan bewältigen. Das ist Train Sim World. London Overground, Gospel Oak, Barking Riverside. Okay. Ja, ich würde sagen, wir starten vielleicht mal das Szenario und am besten auf der anderen Seite von der ganzen Strecke
Und gucken dann mal weiter, wie die Strecke so ist. Also, ein kleiner Cut für euch. Und da sind wir wieder da. Ich habe mal das Szenario Halloween Goblin gestartet. Angeblich erleben wir da gruselige Sachen, weil Halloween. Gruselig. Wahnsinn. Sämtliche Halloween Season Sonderzug nach Barking übernehmen. Bevor sie losfahren, sollten sie sich mit dem Bahnhofsvorsteher unterhalten. Ist der? Ist der? Ach, er. Moin. Guten Abend und Happy Halloween. Gefallen Ihnen Dekorationen, die wir aufgehängt haben? Heute Abend sollte es eine einfache Fahrt nach Barking werden. Möchte Sie nur daran erinnern, dass sich das Wetter verschlechtern soll. Behalten Sie also während der Fahrt die Augen offen, denn in diesem Nebel sind einige Gefahren nur schwer zu erkennen. Ich will Sie auch nicht länger aufhalten und wünsche Ihnen eine gute Nacht und sichere Fahrt. Ja, danke. Ach, da oben hat es auch noch Geister und so. Ach, da auch. Jo, und jetzt kann man hier mal selber fahren. So. Machen wir erstmal die Spaßsysteme hier an. So. Das ist unser netter Führerstand. Überschaubar. So, Hauptschlüssel rein. Wir fahren einmal nach vorwärts. So. Aufgesichert will er zuerst. Ja, ja, warte mal. Wo ist denn absichern? So, einmal Overhead aktivieren. So, dann machen wir auf Nacht. Türen entriegeln, rechts entriegeln. Das passt. Instrumentenbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung. Halb. Was ist das hier? Hinweistafelbeleuchtung. Ach, das ist das da unten. Okay. Da kann man überhaupt gar nichts machen. Aber sonst ist die Steuerung, wie man sie da von den anderen Zügen so kennt, überschaubar. Aber tatsächlich sind mal die Scheinwerfer mal stark. So. Alles zumachen hier bitte. Das ist, ob alle an Bord sind. Also fahren Sie weiter, wenn Sie bereit sind. Ich bin bereit. Abfahren. Türen verriegeln. Ich hab doch verriegelt. Sag mal. Willst du mich verarschen? Ich hab gesagt, verriegeln. Es gibt einen Punkt von mir. So. Achso, warte mal. Ich bin da noch auf gesichert. Abfahren. Hallo? Möchtest du abfahren? Hallo? Break up lights. Ja, warum? Türen sind zu. Ach, jetzt geht's los. Okay, schräg. So, 15 Meilen pro Stunde. Gut, Halloween ist jetzt vielleicht nicht so das geilste Setting, um die Strecke an sich zu sehen, ne? Naja. Können wir ja da auch nochmal den Tagfahrt machen. Dieser Scheinwerfer da. Okay. So. Machen wir auf niedrig. Okay, angenehmer. Kommt uns da Geisterzug oder sowas entgegen? Upper Holloway, Bahnsteig 2. Maximum Schmackes.
glaube ich, jede Station, wo wir vorher eben im Welcome-Ding angehalten haben. Aber fährt sich bis jetzt ganz angenehm. Jetzt der Nebel noch weg wäre, das wäre dann ideal. Holy shit, das Ding bremst. Also Stufe 2 geht schon mal voll rein. So. Ne. Ich möchte die Außenkamera links. Wow, ganz schön brutal. Wird einfach kaputt gemacht. Ja, die NPCs sind halt NPCs, ne? Aber da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Ich glaube an dich. Du schaffst es in den Zug rein. Nee, es muss so. Warte, ich mach die Tür zu. Okay. Interessant. So, abfahren. Ob solche NPCs auch schon als Gruseln gewertet werden können? Ich meine, Gott sei Dank stellt uns das nicht weiter bei der Fahrt. Bis hier mal vielleicht doch zumachen. Holy shit. Das ist jetzt nur so intensiv, weil es jetzt hier... Ja, jetzt sehe ich es halt nicht mehr. Ob ich die Lichter ausgemacht habe? Wieder anmachen. Ja, Tatsache. Ja, dann lasse ich das mal an. Wie klingt das eigentlich, wenn ich dich komplett ausmache? Angenehm. Moin, Kollege. Na, hast du dich auch schon erschrocken? Ein bisschen verbremst. Und nur so ein bisschen. Ich habe aus. Naja. Erste Tür ist jetzt nicht gerade so ideal. War kein schlimmer sein. Ich glaube, ich mache die Dreierkamera. Mal hier so, dann habe ich da so meine Spycam. Alter, das ist ein Lichtkegel. Gut, jetzt so. Sehr gut. 20 Meilen pro Stunde. Das ist keine Hochgeschwindigkeitsstrecke hier. Aber ich habe gesehen, im Fahrplan gibt es auch Aufgaben mit der Class 47, mit der Jubilee Class.
haben wir noch Sachen, klar 66, ja natürlich. Ja, mal schauen, was die Dampflok da für Dinge hat. Okay. Aber wieder 0,7 Meilen, ne? Das ist Spaß pur für die S-Bahn-Fahrer hier. Aber ich glaube, wir fahren noch mal bis zu dem Punkt, wo das erste gruselige Anführungszeichen kommt. Und dann fahren wir vielleicht mit der Dampflok hier. Wird man bei der Strecke mal grundsätzlich was sehen, weil wenn es hier so dunkel und neblig ist, sieht man ja nicht so viel. Hinter der Linie, Herrgott, nochmal. Ja. So, Spike M. Ja, diesmal passt. Nicht ideal, aber kann man gelten lassen. Es ist halt schade, dass hier die Kameras nicht funktionieren. Das wäre halt schon ein geiles Feature. Und dann braucht man hier nicht so rausgucken. Na, war wieder so jemanden, der ein- und aussteigt? Die wissen nicht, wohin. Ja, irgendwas stimmt mit den Leuten hier noch nicht. Abfahrt. Ja, ist klar. Scheinbar. Bremsen hier. Nicht nur nebelig, jetzt tut es ja nur Schiffen hier. Oder soll das Schnee sein? Ich glaube, das soll Schnee sein. Jo, da wird es auch schon ein bisschen weiß. Gruselige Stimmung. Willst du jetzt irgendwie witzig finden, wenn es ein Weihnachtsmann auftaucht? Passt so nicht zum Setting, aber witzig wär's. Wir haben auch, merke ich gerade, überhaupt keine Zeiten, wann wir da sein sollen. Kann ich also gar nicht zu spät sein. Ja, da kommt die nächste Linie von links.
So, wunderbar. Jo, bitte mal alle einsteigen. Das ist so doof. Oh Mann. Was sind denn jetzt hier die gruseligen Sachen? Stellwerk. Aber nicht besetzt. Oh, hier ist gar nichts dekoriert. Schade. Gut. Machen wir wieder. Mal schauen, vielleicht bei der Black Horse Road. Oh, schon wieder 20. Mann. Ja, sogar die Umgebung sieht noch einigermaßen normal aus. Ja, hier vielleicht? Nö. Züge auch nochmal, alles normal hier. Wo ist jetzt das Halloween Special? Oder ist vielleicht im Zug selber was drin? Ja, wenn ich aufstehe, dann klatscht mir garantiert eine Notbremse. Ich will mal ganz kurz was gucken. Hier ist eigentlich alles an, ne? Ja. Aber wir können mir da Gas geben. Ja, mal runter. So, dale, Black Horse Road. Wie sehen wir aus? Ja, die ist ein bisschen enttäuschend. Schade. Genau bei der letzten Station dann. Da ist ein Surprise. Oh, auch Mann. Sind sie alle da hinten? Schauen wir uns den Bahnhof ein bisschen an. Defi! Stimmt, so ein Goblin haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Würde mich jetzt schon noch interessieren, wie die aussehen. Seite? Nö. Keine Goblins. Dünn verriegeln. Jo, mach mal. Alla, hier auch. Gut, Abfahrt. Also eine der Fahrgastdüren hat sich von selbst wieder geöffnet.
Aha. Hallo? Okay. Ich finde es immer noch eine schlechte Designlösung, dass hier vorne und ganz hinten da die USB-Anschlüsse sind und sonst nicht irgendwo in der Mitte vom Zug. Aber ja, wenn Sie schon was dabei gedacht haben. So, Abfahrt. Was denn? Ist für dich jetzt nicht verriegelt? Doch jetzt. Moin Kollege, Obacht, bei der nächsten Station öffnen sich deine Türen von alleine. Meilen pro Stunde, 120 km/h. Ich glaube, das wird man nicht ein einziges Mal erreichen auf dieser Strecke. Und doch. Oh, da sind wir gerade ein bisschen gerutscht. Wunderbar. Und wieder aufmachen. So, mal schauen, vielleicht sind wir hier irgendwo ein Goblin. Oder die sind vielleicht außerhalb von der Station. Nehmen wir das Defi. Hier schon mal nicht. Nee, da auch nicht. Schade. Okay, es gibt auch keine Anzeige, wann hier die Züge fahren. Heute nicht in Betrieb. Probier das mal. Kann ich aufstehen? Nee. Anti-Spaß-System. Ich habe die Strecke schon mal ganz kurz bei Tag gesehen. Also ich bin so ein paar Meter kurz gefahren. Die Umgebung sah halt schon geil aus. Ich glaube, wir gehen jetzt dann gleich mal in den Dampflok rein und fahren mal ein bisschen tagsüber. Ja, also die Halloween-Strecke, das Szenario, begeistert mich jetzt gerade nicht so sehr. Genauso wie mit diesem einen Ausfall da auf der Rosenheim-Strecke, wo die Hupen und so weiter abgegangen sind. Dachte, das ist spannender.
So, schönen guten Tag. Ja, bisschen short. Sag mal. Sollst du in die Richtung fahren? Oh, du willst echt, dass ich noch mal ein Stück nach vor fahre. Sag mal, kannst du nach vorne fahren? Komm jetzt. Dankeschön. So. Simonato, hast du dazu irgendwas zu sagen, dass der Zug gerade in die andere Richtung gefahren ist? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist oder ob das jetzt von dieser Halloween-Fahrt so gewollt war. Ich vergebe dafür erstmal keinen Punkt. Ich bin mir unsicher. Vielleicht fahren wir das doch mal fertig. Ob wir den nochmal sehen werden. Vater da gehabt in die andere Richtung. Da steht er wieder, der Kollege. Na, Kollege? Alles gut? Komisch. So. Da stehen gut ein paar Leute. Mann, ich bin mir natürlich extra langsam hier reingefahren. Sidley, links und Riegel. Echt komisch. Ist doch keine Leute mehr rennen. Steht doch total falsch. Hey, ja, wird schon seinen Grund haben. Tja, der so. Ah, ich wollte mal ganz kurz was gucken. Hier ist alles normal. Fürs Erste. So, jetzt.
Perfekt. Vanstead Park, Bahnsteig 2. Sag mal, hab ich das System vergessen? Muss dann später mal aufs Panel zurückgehen. Nach der Station. Das habe ich jetzt verkackt. Ja. Gut. Nutzen wir das doch gerade mal als Option, um mit der Dampflok weiterzufahren. Weil hier im Dunkeln sehen wir halt irgendwie gar nichts von der Strecke. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir wieder. Die Dampfeinsätze sind tatsächlich ein bisschen überschaubar. Es gibt genau zwei. Einer um 8 hier in der Früh und einer am Abend. Und geht jeweils nur 20 Minuten. Das ist unsere Lok hier. Da hatte ich noch einen interessanten Bug. Ich wollte eine Custom Livery machen. Und da sind auf einmal die Farbläden verschwunden. Mit der Originalen ging es dann wieder. Nochmal Fair Trail hier. Interesting. Haben wir hier Goblins? Ich meine, wir stehen jetzt eh noch einen kleinen Moment. Haben wir wieder was zum Starten? Nee. Ah, netter kleiner Bahnhof. Ah, da hat es für die U-Bahn diese Haltemarkierungen. Aber die haben es ja hier garantiert nicht nachmodelliert. Gut, gehen wir mal in die Dampflok rein, machen die erstmal bereit und fahren mit der ein Stückchen. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal eine zweite Episode hier machen auf der Strecke mit einer Tagfahrt. So, wir sind jetzt mehr so zum ersten Eindruck. Gucken wir mal, du bist offen, du machen wir mal vorwärts auf 50. Der ist offen. Meine Bremse lösen. Das erste Mal, dass ich die Dampflok ohne HUD fahre. Gut. Ah, was meinst du, Kollege? Weißt du was? Ich nenne dich jetzt einfach mal Yoshi. Yoshi ist unser Heizer hier. Ziel erfüllt. Ich habe gar nichts gemacht. An dem Auto anhalten. 8.27 Uhr. Ja. Yoshi legt los. Alles klar. Bremsen sind noch nicht komplett gelöst. Schon mal ein bisschen nachhelfen. So. Ja dann. Los geht die wilde Reise. Warte mal, machen wir so eine schöne Dreieransicht. Wir brauchen mehr Dampfloks. Und welche, die nicht so unrealistisch schnell ihren Druck verlieren. So, das Fenster machen wir mal auf. Ey, da gehen die Frames runter.
Was war das denn jetzt? Oh, das schaut mal gut aus. Könnten doch ein bisschen Gewicht haben. An der Stelle nochmal das Streckennetz, ne? Wir sind da, es wird hier noch ein bisschen nach hinten gehen, nach da. Und ansonsten ist es hier S-Bahn. Mit einem Haufen anderen Strecken, die sich hier treffen. Da waren wir ganz am Anfang. Komm, du schaffst es. Oi. Druck ist nicht gut. Interessante Geräusche hier. Macht der Druck. Yoshi! Nur mal einheizen hier. Ah, schade. Keine U-Bahn. Kritisch. So, geben wir noch mal ein bisschen Schmackes. Ne, gefällt mir nicht. So, jetzt wenn wir mit dem Regler runtergehen. Sollte es ein bisschen besser sein mit dem Druck. Ja, lass mal ein bisschen ausrollen. Habe ich dich eigentlich wieder zugemacht? Ja. Das sollte reichen. Danke, Joli. Mach's dir gut. Ja. Druck. Druck ist wieder gut. Ja. Yoshi ist einfach Pro. Ja, also sogar die Vorgärten haben sie das schön gemacht. Das ist ja nett. Alter, dieses Sicherheitsventil. So, komm, dann doch mal wieder abbauen hier. Jetzt ist die Dampflok wieder suboptimal. Sieht man hier wieder wenig. Also wer die Goblin Lines so richtig erleben will, der schaut sich die Strecke mal bei TS Classic an. Da ist sie einigermaßen komplett vorhanden. Da kann man Spaß haben. Gibt sogar eine Retro-Variante. Also quasi nicht modernisiert. Oh, Kesseldruck. Oh. Wie schnell der abfällt.
Mein Sehen. Naja. Kesseldruck am Arsch. Bei der Flying Scotsman haben sie es eigenermaßen gut hinkriegt, wobei das ist fast ein bisschen zu gut. Aber hier mit den anderen Loks macht es nicht so wirklich Spaß. Na, immerhin, es geht bergab. Also irgendwie hat das ja schon was mit diesen ganzen Einheitshäusern. Fall mal irgendwie. Vom Optischen her. Da muss ich immer an das Haus denken, wo Harry Potter drin gewohnt hat. War ja so ein Einheitsstandard-Ding. Ja, aber ich glaube, da ist die meiste Zeit wirklich draufgegangen mit Landschaftsdesign hier. Wenn man hier die ganze Zeit durch die Vororte fährt. Aber ich muss tatsächlich sagen, das ist ihnen tatsächlich gelungen, was ich so sehe. Ich habe Schlimmeres erwartet, ganz ehrlich. Auch bei der neuen Lok. Also, neuen Zug besser gesagt. Aber es hat auch wieder Vollpreis. Ja, Stichwort Vollpreis. Ich könnte mal kurz nachschauen, wie lang die Strecke eigentlich ist. Wenn es denn irgendwo steht. Find's jetzt gerade gar nicht. Nee, ich finde jetzt gar keine Kilometerangabe. Aber wir sind zu schnell. Aber dann seien vielleicht 40 Meilen oder weniger. Mein Sehen. Das bekommt einen Punkt. Gut, dass wir nach draußen gesehen haben. Läuft er da einfach mal auf der Seite hin. Die Autos können auch nicht so wirklich um die Kurve da fahren. Die rutschen mehr so rüber, aber gut, das ist mir egal. Das ist ein bisschen so ein Nebending. So, Yoshi, wie schaut's aus? Kesseldruck? Sind sogar drüber. Und wir werden zu schnell. Meine noch bis 20.
Wollen wir uns mal ein bisschen hinrollen lassen. Ich glaube, ich nutze mal kurz den großen. Einen kleinen kann man eigentlich lassen. Einfach nur, dass ich die Bremsen schneller lösen kann. Ja, doch. Okay, dachte schon. Dachte, das wäre nur so eine dünne Wand. Ah ja. Es gibt auch so eine Fußballmission hier. Da wird über Fußballsachen erzählt. Könnte man es vielleicht auch mal angucken, wobei ich jetzt nicht so der mega Fußballfanat bin. Und Jorge, wie lauft's? Wie ist das eigentlich mit dem selber Heizen? Ich glaube, wir haben es ja bis heute noch nicht reinbracht, ne? Oh, wir sind so schnell. Da. Das ist ein ehemaliges Kraftwerk da. So, dann werden wir das mal hier wieder ändern. Oh, sogar mit den Kanalbooten. Aber sieht so vom Aussehen aus genau gleich wie die in Tears Classic. Wirklich nicht lang, ne? 20 Minuten von da nach da. Ohne Halt. Sagen wir vielleicht 30 Minuten von da. Dann hat man die Strecke abgefahren. Und das zum Preis von 33 Geld. Ich weiß nicht. Das wäre eher so bei 15, maximal 20 Euro. Hätte ich jetzt gesagt, dass ich... Also wenn, dann vielleicht im Sale holen, außer man ist jetzt wirklich Fan von der kurzen Strecke und der 710. Ich meine, sie ist schon schön, die Strecke. Aber halt echt kurz. Das ist irgendwie so ein Generalproblem. Mit After Games und seinen Add-ons. Ja, Maximum ist ein Magis. Aber für das, dass es so früh ist, ist überraschend wenig Verkehr los. Und auf der Strecke ist normalerweise echt viel los. Mein Kollege. Und tschüss. So, Yoshi hat uns verlassen. Druck ist, naja. War das jetzt wirklich verlassen? Nee, ist noch da. Moin.
Ich habe da vielleicht was vergessen beim Abfahren. Ah, das hat jetzt keiner gesehen. Habt ihr es da auch wieder gesehen? Die sind doch richtig schön am Rumdriften. Oh geil, 55. Da können wir mal rasen hier. Die neue Höchstgeschwindigkeit hier. Weiß ich schon eingestellt. Gut. Na, setz dich mal hin. Oder auch nicht. Übrigens, Yoshi, das Einheizen wird viel besser funktionieren, wenn du da wirklich Kohle reinmachst. Nur so als Tipp. Ah, Yoshi wird mich hauen. Mein Sehen und Tschüsskowski. Unseren Goblin haben wir immer noch nicht gesehen. Ach, verdammt. Anhalten in 2,4 Kilometer. Und 1,5 ist 55. Da komme ich ja nie hin. Ah, aber die Schaufel sieht man. Okay. Ja, Kesseldruck. Naja. Einigermaßen okay. Wieder so eine Strecke dazu hier. Von oben. Ja, schade. Frag mich auch, ob die Berliner Linie vielleicht irgendwann mal später nochmal ein Update kriegt, dass es wirklich mal die ganze Strecke ist. Aber ich glaube, die Chancen sind gering, auch wenn da Gleise gelegen sind und so. Ich will mal eine Community-Map spielen. Ich meine, es sind ein paar in Produktion, aber wirklich spielbar ist noch nichts draußen. Generell finde ich es schade, dass da mit dem Editor noch nicht allzu viel gemacht worden ist. Ich meine, klar, man muss sich mit Unity auskennen und so wirklich einsteigerfreundlich ist dann jetzt auch nicht. Red da aus eigener Erfahrung, weil ich mal Unreal gerade selber angucke. Sehr 1,3 Meilen und da sind wir wieder bei unserem Ausgangspunkt. Genau da, wo man hier rasen könnte. Hat da hinten gerade die Oberleitung gefehlt? Also der Verkehr ist definitiv nicht realistisch. So, anhalten. Nice. Mein Kollege. Vor allem der Endbahnhof ist auch so komisch gewählt. Wenn man diese kleine Furz-S-Bahn-Station da hinten. Moin. Oh, nächste Stellwerk. Mein Sehen. Alles dicht hier.
So, wo ist das Signal? Na, da vorne. Dürfen noch gar nicht rein. Ach, jetzt. Oh, du bist. Ja, geil. Das war zu viel des Guten. Jetzt komm. Du schaffst es. Sag mal, willst du mich verarschen? Ist doch noch schaffen, jetzt hier anzufahren. Geht doch. Nee, nee, nee. Okay, wir fahren dann links runter bei dem Bahnhof, wo wir gewesen sind. So es aussieht, bleiben wir da im Gleisdreieck hier drin stehen. Ja doch. Gut, dann brauche ich ja da nur ein bisschen hinrollen. Na, jetzt, ich muss mal ganz kurz unterbrechen, ich bin gleich wieder da. So, Entschuldigung, da bin ich auch schon wieder. Gott sei Dank ist es nicht mehr weit. Dann leider ist es nicht mehr weit, je nachdem. So. Schauen wir, dass wir hier noch Sub anhalten. Kritisch. Ah, fuck. Ah. Ich wollte eigentlich lösen. Mann. Naja, ein Fail muss sein. Komm, du schaffst es. Nur so ein kleines Müh. So, anhalten. Zehn Yards noch. Okay, ja, das war jetzt erstmal so die Strecke in der Übersicht. Also ich muss sagen, ausgeschaltet ist sie ganz gut. Wir haben jetzt nicht so viele Bugs gesehen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr fahren. Sound ist okay, Schaltung ist okay, Strecke, ja, alles okay. Es ist einfach nur kurz, sehr kurz. Wir sind jetzt fast die ganze Strecke nochmal abgefahren. Ja, viel zu teuer fürs Erste. Aber ansonsten kein so schlechtes Add-on, würde ich jetzt erstmal so grundsätzlich sagen. Aber ja, mal schauen, was ihr so sagt. Wir sehen uns im nächsten Abenteuer in Transient World 4. Bis denn dann. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.